Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, DIE LINKE und der FDP betreffend Ehe für alle endlich umsetzen, Drucksache 19/5066. Wird hier die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird das Tagesordnungspunkt 70. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Und der Kollege Rudolph hat das Wort zur Geschäftsordnung. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich die Fraktionen dann verständigt haben, dass das am Ende der Tagesordnung, also morgen Donnerstag, aufgerufen wird, um behandelt zu werden, weil ja am Freitag im Bundestag darüber entschieden wird. Also, Sie kommen mir etwas voraus. Genau das wollte ich gerade erklären, dass es Einigkeit gibt, diesen Tagesordnungspunkt am Donnerstagabend vor Tagesordnungspunkt 58, den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, aufzurufen. Dann können wir wieder in die Tagesordnung eintreten. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22, Antrag der Fraktion vor den Beschlussempfehlungen, habe ich gesagt. Nein, wir machen die Beschlussempfehlung in der Regel am Donnerstag. Heute kommen die Beschlussempfehlungen zu den Petitionen, und morgen kommen die anderen Beschlussempfehlungen. Gut. Also auf jeden Fall wird es letzter Tagesordnungspunkt, der diskutiert wird. Ich kann im Prinzip hier nur wiedergeben. Also jetzt aber trotzdem Tagesordnungspunkt 22, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Rechte von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und verwirklichen, Drucksache 19/4076, zusammen mit Tagesordnungspunkt 66, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wahrung und Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Hessen durch eine Vielzahl von Maßnahmen der Landesregierung, Drucksache 19/5057, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erste spricht Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor 25 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ratifiziert. Den sogenannten Ausländervorbehalt, der ausländische Kinder und Jugendliche von seinen aus der UN-Kinderrechtskonvention resultierenden Verpflichtungen ausschloss, hat die Bundesregierung nach langer Kritik dann endlich auch irgendwann in 2010 zurückgenommen. Aber wie sieht es aus mit der Umsetzung dieser Konvention in Recht und in der Wirklichkeit? Im Grundgesetz gibt es nur Aussagen über Kinder, nicht aber für sie. Außerdem findet sich in zwei Landesverfassungen keine Kinderrechte. Das sind Hamburg und Hessen. Ich hoffe, das wird sich ändern. Sie haben sicher alle in den letzten Tagen den Hessentag besucht. Dort konnten Sie eine deutliche Verletzung der Kinderrechte beobachten. Kinder jeglichen Alters konnten Panzer, Flug- und Fahrzeuge der Bundeswehr erklettern. Ihnen wurde der Dienst in der Armee schmackhaft gemacht, und dies in einem ausgedehnten Gelände in Rüsselsheim. Jetzt können Sie hier raunen. Sie sollten sich aber Folgendes anhören. Was hat der UN-Ausschuss über die Rechte der Kinder, die Rechte des Kindes zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland am 31.01.2014 beschlossen? Also neu. Die Aufnahme von Kindern in die Bundeswehr sollte nicht vor dem 18. Lebensjahr geschehen. Jegliche Art von an Kinder gerichtete Werbekampagnen der Bundeswehr soll verboten werden. Soweit die UN-Kinderrechte. Das scheint die Hessische Landesregierung aber nicht zu interessieren, und die CDU-Fraktion, wie man eben deutlich hören konnte, offensichtlich auch nicht. Denken Sie noch einmal über Ihr Verhältnis zu den Kinderrechten nach. Vor Ort wurde das Thema durchaus auch von eigenen Parteimitgliedern ihrer Parteien viel kritischer gesehen und die Präsenz der Bundeswehr in Schulen und bei Festen als nicht vereinbar mit Jugendschutz und Kinderrechten angesehen. Und diese Meinung sollte sich in diesem Land endlich durchsetzen.
DIE LINKE hat Ende März eine Kinder- und Jugendrechte-Tagung durchgeführt. Dort wurde anhand von 4 Kinder- und Jugendrechten die Diskussion mit Vereinen, Jugendverbänden, Expertinnen aus der Jugendhilfe, aus den hessischen Bildungs- und kommunalen Einrichtungen diskutiert. Da wäre als Erstes das Recht auf Unverletzbarkeit. Hierbei beziehe ich mich auf Artikel 19, den Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung, der die Staaten auffordert, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor sexueller Behandlung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich sexuellem Missbrauchs zu schützen. Das erinnert mich an die kürzlich stattgefundene Anhörung im Ausschuss für Soziales und Integration des Hessischen Landtags, die sich mit den Medikamenten und Impfversuchen an Heimkindern beschäftigt hat. Diese haben in den 50er- bis 70er-Jahren stattgefunden, und man weiß leider nicht viel darüber, und man weiß nicht, wie man einen neuerlichen Missbrauch von Kindern, die schutzbefohlen sind, verhindern kann. Selbst die sehr naheliegende Unterstützung der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte wird von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abgelehnt. Seit 1. Juni arbeitet diese Ombudsstelle jetzt unter der Trägerschaft eines gleichnamigen Vereins, unabhängig von Organisationen. Die Information, Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen zur Stärkung und Sicherstellung ihrer Rechte, vor allem in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Pflegefamilie, geht leider ohne Unterstützung des Landes. Gott sei Dank aber weiter. Wenn die Aktion Mensch nicht 2 Jahre lang die Förderung übernehmen würde, wäre Schluss damit gewesen. Die Landesregierung stellt sich hier seit Jahren ohne nachvollziehbare Gründe stur. Wollen Sie in 20 Jahren wieder einen Fonds auflegen, weil herauskommt, dass es zu irgendwelchen Menschenrechtsverletzungen in Einrichtungen gekommen ist? Wenn nicht, dann müssen Sie doch jetzt begleitende Institutionen schaffen und unterstützen, um genau das zu verhindern. Das wäre jetzt die Aufgabe des Tages. Aber da ducken Sie sich weg. In Hessen fehlt ein Konzept und eine Strategie für eine systematische und fachliche Beratung von Opfern von sexuellem Missbrauch und der Fachberatung von allen, die mit diesen Kindern zu tun haben. In jeder größeren Stadt bzw. in jedem Kreis sollte eine Fachberatungsstelle mit jeweils 3 Beraterinnen vorhanden sein. Ein ganz anderes Thema, das ganz schwierig ist, aber auch da gibt es in dieser Regierung einfach nicht das richtige Verständnis für die Rechte von Kindern und Jugendlichen, ist Abschiebung. Nicht nur in Hessen werden Kinder aus dem Unterricht geholt, um abgeschoben zu werden. Nicht alle Fälle wurden so bekannt wie die junge Frau aus der Wetterau, der Berufsschüler aus Nürnberg und die in Duisburg geborene 14-Jährige. Sie werden von der Polizei aus der Schule abgeholt, in ein Flugzeug gesetzt und in das Herkunftsland ihrer Eltern abgeschoben. Wie sagte eine Mitschülerin zum Ordnungsamt? Wie kann das Land etwas tun, das mich am Staat zweifeln lässt? Überlegen Sie gut, was Sie hier Kindern und Jugendlichen, egal ob inländische oder sogenannte ausländische Kinder, antun. Denn das hat Konsequenzen für die Zukunft. Es hat nicht nur Konsequenzen für die abgeschobenen Kinder, sondern auch für die, die erleben, wie Staat hier gegen Menschen, gegen Mitschülerinnen und Mitschüler vorgeht. Beim Recht auf umfassende Bildung hatte meine Kollegin Gabi Faulhaber in der letzten Plenarsitzung die Gelegenheit, unsere Position zu der schlechten Arbeitssituation der Lehrkräfte an den Schulen, den fehlenden Lehrkräften und fehlenden Ressourcen, der mangelnden Umsetzung der Inklusion usw. zu kritisieren. Wenn es in Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention heißt, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistige und körperliche Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen, dem Kinde Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu vermitteln, dann muss sich noch viel in diesem Land ändern. Kinder müssen die Möglichkeit haben, eine gute frühkindliche Bildung auch ohne Einschränkung durch den Geldbeutel der Eltern zu erhalten. Sie brauchen Ganztags- und Gesamtschulen mit einer umfassenden Bildung. Das Land muss sich bei der Schulsozialarbeit engagieren und kann auch die Integrationskräfte nicht nur auf die Kommunen abladen. Und ich möchte an der Stelle noch einmal etwas zum Zustand der Gebäude sagen, weil es da auch heute Morgen wieder Angriffe gegen die GEW und deren Aussagen gab. Es gibt an Sie alle eine Einladung. Die Fotos auf der Einladung sind keine Fakes und keine Fake News, sondern Schulen dieses Landes. Und Sie alle sind aufgefordert, sich mit der GEW in Verbindung zu setzen und sich dort die Schulen anzugucken. Dann können Sie ja vor Ort sehen, ob Sie recht haben oder die GEW. Ist doch ein ganz einfacher Prozess.
In der Landesverfassung steht die Lernmittelfreiheit. Das Gesetz regelt aber nur eine teilweise Freiheit. Wenn man einmal alle Kosten für Kopien, Ausflüge, Klassenfahrt, Lektüren usw. so zusammenrechnet, kommt man leicht auf 500 € pro Kind und Schuljahr. Das ist ein Thema, zu dem es nicht nur in armen Konflikten Familienkonflikte gibt, sondern auch Familien mit mittleren und guten Einkommen werden dadurch stark belastet, vor allen Dingen, wenn mehr als ein Kind da ist. Und das führt mich zum nächsten der Kinder- und Jugendrechte, dem Recht auf soziale Sicherheit. Ich habe viele Menschen bei unserem Hessentagsquiz gefragt, wie hoch sie die Kinderarmut in Hessen einschätzen. Die meisten waren über die Höhe. In 2015 waren es genau gesagt 18,2 %, ziemlich entsetzt. Wir wissen auch, dass im letzten Jahr die Zahl noch gestiegen ist. Dazu gehören sicher besonders viele der Einwandererkinder, die sowieso schon besonders armutsgefährdet sind. Allerdings hat sich auch der Teil Kinder ohne Migrationshintergrund trotz heute gefeierter Rekordbeschäftigung erhöht, da die meiste dieser zugewonnenen Beschäftigung eben prekär ist, da sie Teilzeit ist, da sie schlecht bezahlt ist und insbesondere alleinerziehende Frauen eben auf diesem Arbeitsmarkt nicht in der Weise Fuß fassen, nicht das Entgelt bekommen und nicht die Kita-Betreuung haben, die sie brauchen, um so viel zu verdienen, dass ihre Kinder eben nicht in Armut aufwachsen. Was Kinderarmut heißt, habe ich bereits beim letzten Plenum ausgeführt. Das heißt nicht, die Schule zu besuchen, die geeignet wäre, weil der Weg zu weit ist und die Fahrkosten nicht übernommen werden. Es heißt, jeden Monat zu erleben, dass nicht genug Geld da ist für Lebensmittel, Hygieneartikel und Schulmaterial. Es heißt, keine Chance auf einen guten Schulabschluss zu haben, weil die Hilfe zu Hause und das Geld für Nachhilfe fehlt. Sie erleben die Schmach, die immer wieder durch die Ausgrenzung entsteht, diese Kinder. Sie stehen in der ersten Schlange halt am Ende an. Und das ist genau die Situation, die wir bekämpfen müssen. Das vierte Recht ist das Recht auf Beteiligung, das wir aus den 40 Artikeln als besonders bedeutend ausgewählt haben. Es ist das Recht auf Berücksichtigung des Kindeswillen. In Artikel 12 der Kinderrechtskonvention heißt es, die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinungen des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Es geht nicht nur darum, die Kinder reden zu lassen, es geht auch, das aufzugreifen, was sie sagen. Zahlen des Statistischen Bundesamtes von Ende 2015 belegen, dass der Anteil der Aufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit in den Gesamtausgaben der Kinder- und Jugendhilfe mit gerade einmal 4,52 % den niedrigsten Wert seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erreicht hat. Das ist unmittelbar demokratiegefährdend. Wir müssen an der Stelle anders arbeiten, denn die Kinder haben ein Recht, sich zu beteiligen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine Kinder- und Jugendrechtsbeauftragte haben. Und ich wünsche Frau Katharina Gerratz eine gute Hand und viel Erfolg in ihrer Arbeit. Ich bedauere sehr, dass sie diese wichtige Arbeit nebenberuflich ehrenamtlich machen muss. Es wäre angemessen gewesen, ihr die nötige Ausstattung Kollegin zu geben. Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber immerhin haben wir an der Stelle für Sie ja schon einmal vorgearbeitet, indem wir das Thema hier gesetzt haben. Und ich verspreche Ihnen, wir werden das Thema auch gesetzt halten. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Ravensburg für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die UN-Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland 1992 unterschrieben hat, regelt das Wertefundament für die Rechte der Kinder und Jugendlichen weltweit. Weltweit haben auch fast alle Staaten der UN zugestimmt. Doch die Umsetzung der Kinderrechte ist leider in vielen Teilen dieser Erde in keinster Weise erreicht. Kinderrechte in Deutschland werden aber ganz groß geschrieben. Und deshalb, Frau Schott, es hat mich wirklich entsetzt, was Sie vorhin zur Bundeswehr gesagt haben. Ich erweise diese Äußerung, die Sie gemacht haben, entschieden zurück.
Die Bundeswehr steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes, und dazu gehört eben gerade auch die Präsentation in der Öffentlichkeit. Wir wollen keine Bundeswehr, die sich hinter Kasernenzäunen versteckt, sondern wir wollen eine öffentliche Präsentation der Bundeswehr und Gespräche. Und dafür ist der Hessentag genau der richtige Boden. In Deutschland haben der Kinderschutz und die Umsetzung der Kinderrechte eine sehr große Bedeutung. Kollegin Ravensburg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Ich möchte meine Rede weiterführen. So werden die Kinder eben durch unser Grundgesetz geschützt. Kinder sind Träger von Grundrechten, und die Grundrechte gelten selbstverständlich eben für alle ohne Altersbegrenzung. Kinder haben das Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und körperliche Unversehrtheit. Kinder verdienen Respekt, Unterstützung und Schutz. Und deshalb ist es auch in Ordnung, dass wir beim Grundgesetz über die Aufnahme der Kinderrechte debattieren. Aber dieses Recht gilt bereits jetzt. Aus diesem Grund begrüßen wir auch, dass die Rechte von Kindern ein wichtiges Thema in dem Diskurs, in der Debatte, in der Verfassungsenquete hier in Hessen ist und auch in den Bürgerforen diskutiert werden. Ich finde es gut und ich finde es richtig, dass das für und wider, für oder gegen eine Aufnahme in diese hessische Verfassung mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Experten gegenwärtig breit diskutiert wird. Noch wichtiger ist mir allerdings, wie wir jeden Tag mit den Kindern und Jugendlichen umgehen in unserer Gesellschaft, wie wir ihre Rechte nämlich respektieren und berücksichtigen. Die Landesregierung erachtet die Umsetzung der Rechte von Kindern in ihrem politischen Handeln als eine sehr wichtige und ressortübergreifende Aufgabe mit außerordentlicher Bedeutung. Zwar sind es in erster Linie, und das ist auch wichtig und richtig so, die Eltern, die den Erziehungsauftrag für ihre Kinder haben, das ist dem Artikel 6 Grundgesetz auch verankert. Das Ermöglichen von Chancen, die Förderung der Stärken und Talente ihrer Kinder, das liegt eben richtigerweise in erster Linie in der Verantwortung der Eltern. Und Elternverantwortung ist auch die Unterstützung der Entwicklung ihrer Kinder und der Schutz gegenüber körperlicher und seelischer Gewalt. Aber Sie alle wissen das, wir mussten leidvoll erfahren, dass es eben auch die Fälle von Kindesvernachlässigung oder Gewalt im familiären Umfeld gibt. Hinzu kommt, dass nicht alle Eltern aus verschiedensten Gründen in der Lage sind, die Erziehungsarbeit allein zu bewältigen. Ihnen deshalb Hilfestellung zu geben und Kinder zu schützen, eine Umwelt zu schaffen, in der Kinder aufgefangen werden, aber sie auch stark gemacht werden, Nein zu sagen, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe und selbstverständlich auch Aufgabe des politischen Handelns unserer Landesregierung. Wir begrüßen deshalb sehr, dass Staatsminister Stefan Grüttner am Montag die erste hessische Kinder- und Jugendrechtsbeauftragte vorstellen konnte. Mit Frau Dr. Katharina Geratz ist eine ausgewiesene Expertin für die Kinderrechte gefunden worden. Sie ist eben nicht nur die Sachverständige in der Enquetekommission Kein Kind zurücklassen. Sie ist auch Mitglied im Beirat des Masterstudiengangs Children's Rights an der Hochschule Potsdam. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch ausdrücklich klarstellen, die Kinderrechtsbeauftragte soll das bestehende Angebot ergänzen und nicht ersetzen. Eine niederschwellige Anlaufstelle ist unter anderem neben der Ombudsstelle auch das Kinder- und Jugendtelefon des Deutschen Kinderschutzbundes mit einer bundesweit einheitlichen kostenfreien Telefonnummer. Die Kinderrechts- und Jugendrechtsbeauftragte des Landes Hessen wird Ansprechpartnerin sein. Sie wird Netzwerkerin sein für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, und sie wird Lobbyarbeit für unsere Kinder leisten.
Darüber hinaus ist ihr Ziel, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen die erste hessische Kinderrechtscharta zu erarbeiten. Wir halten das für unbedingt wichtig, denn wir müssen den Weg zu einer kinderfreundlicheren Gesellschaft immer weiter beschreiten. Hier ist ein Stillstand immer falsch. Nicht über die Köpfe der Kinder hinweg, sondern gemeinsam immer mit ihnen. Die Einbeziehung und Beteiligung der Kinder, und das hat auch Frau Schott gesagt, in den demokratischen Prozessen ist ein wichtiger Schwerpunkt bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention. In unserem Antrag weisen wir genau darauf hin, z.B., dass allein 1,1 Millionen € im Landeshaushalt verankert sind für Partizipationsprojekte. Beispiele sind die Verleihung des Partizipationspreises Jugendgestaltete Zukunft und das Programm Gemeinsam Zukunft gestalten. Ein weiteres Handlungsfeld, das mir wichtig ist, ist das Recht auf Bildung von Anfang an. Mit dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan von 0 an bis zum 10. Lebensjahr sind wir in Hessen nicht nur Vorreiter gewesen, sondern bundesweit an der Spitze in der Vernetzung von frühkindlicher Bildung und Betreuung in der Kita und der Vernetzung mit den Grundschulen. Wir unterstützen die Kinderbetreuungseinrichtungen in ihrer Entwicklung zu Bildungseinrichtungen. Wir bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Erzieherinnen und Erziehern Aus- und Fortbildung. Aber wir vergessen auch nicht die Tagespflegepersonen. Ich will unbedingt noch auf ein weiteres wichtiges Handlungsfeld aufmerksam machen. Ich nenne die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs. Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist ein wirklich schreckliches Verbrechen. Die Opfer erleiden nicht nur körperliche und seelische Verletzungen, sondern sie werden oft für ihr gesamtes weiteres Leben belastet bleiben. Die Persönlichkeit stärken, Kinder stark machen, Nein zu sagen, auch im familiären Umfeld oder im Freundeskreis. Das hat gerade eine Studie ergeben, dass das auch ein Risikobereich ist. Das muss Ziel unserer präventiven Maßnahmen in Kita und in Schule sein. Und dieses haben wir bereits im Bildungs- und Erziehungsplan verankert. Frau Schott, Sie haben in Ihrem Antrag noch die Ganztagsangebote und die Ganztagsschule erwähnt. Das war Ihnen aber scheinbar in Ihrer Rede nicht so wichtig. Ich will trotzdem noch darauf eingehen. Denn wir unterscheiden uns hier fundamental von Ihren Auffassungen. Wir sehen nicht die verpflichtende Ganztagsschule für alle als den einzigen und richtigen Weg. Kinder zu unterstützen, ihnen Angebote machen, ihnen Förderung zu ermöglichen, das halten wir für den richtigen Weg. Und deshalb werden wir die Ganztagsangebote an den Schulen weiter ausweiten, damit die Eltern für ihre Kinder selbst entscheiden können, welches Angebot für sie sinnvoll ist. Und dazu gehören selbstverständlich Projekte wie der Pakt für den Nachmittag oder eines der Ganztagsschulprofile, aber eben auch der Nachmittag zu Hause im Sportverein oder in der Musikschule dazu. Und wir haben es schon mehrfach hier im Landtag betont, das schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich auch eine Schule zu einer gebundenen Ganztagsschule entwickeln kann, wenn die Schule und die Elternschaft dieses wünschen. Eine Verordnung von oben, was richtig und sinnvoll ist, das kommt für uns nicht infrage. Am Schluss meiner Rede ist mir noch wichtig zu betonen, dass die Landesregierung umfangreiche Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Kinderrechte unternimmt. Diesen Weg werden wir weiter unterstützen, und wir freuen uns auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat Kollegin Schott das Wort. Frau Ravensburg, darüber, dass Sie entsetzt sind, was meine Haltung zum Hessentag und zur Bundeswehr angeht, darüber wundere ich mich ja nicht. Sie haben aber nicht wirklich zugehört. Nein, ich höre mich nicht davon, ich höre.
Na, das ist ja gut, dass Sie wissen, was ich für Verhältnisse habe. Dann würde ich Sie jetzt bitten, mal genau, zuzuhören. Ich habe nämlich gesprochen über einen Beschluss des UN-Ausschusses über die Rechte des Kindes zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland. Dieser UN-Ausschuss hat und nicht irgendwann in finsterer Vergangenheit, sondern am 31.01.2014 beschlossen, die Aufnahme von Kindern in die Bundeswehr sollte nicht vor dem 18. Lebensjahr geschehen. Jegliche Art von an Kinder gerichtete Werbekampagnen der Bundeswehr soll verboten werden. Hier steht soll. Und das bitte sollten Sie sich einmal zu Gemüte führen. Das ist nicht meine Position, die teile ich allerdings aber sehr deutlich, sondern es ist die Position des UN-Ausschusses über die Kinderrechte und ihre Verwirklichung in Deutschland. Das heißt, der Ausschuss rügt, dass wir Kinder unter 18 Jahren aufnehmen, dass wir an Schulen und auf öffentlichen Plätzen und Festen werben dafür, dass Kinder sich an diesem Kriegsspielzeug bedienen. Und das sollten Sie bitte einmal ernst nehmen, denn es ist nicht die Position der LINKEN, es ist die Position des Ausschusses. Und wenn Sie darüber in dieser Art und Weise raunen, wie Sie das hier in diesem Raum tun, dann zeigt das nur, wie viel Respekt Sie erstens vor diesem Ausschuss, vor dieser Konvention und vor den Rechten der Kinder haben, die weltweit zu verwirklichen sind. Und das gilt auch hier. Zur Erwiderung, Kollegin Ravensburg. Frau Schott, wir leben in einer Welt, in der Kinder als lebende Schutzschilde genommen werden, in der Kinder in Uniformen gesteckt werden und als Kindersoldaten missbraucht werden. Wir leben auch hier in einer Bundesrepublik, die eine Bundeswehr hat, die sehr bewusst auf dem Boden des Parlaments gegründet wurde, die sehr bewusst in allen Formen Kontakte zur Bevölkerung und auch zu den Jugendlichen hat, aber keine Werbung machen soll, sondern es geht hier darum, dass man nicht diese Bundeswehr irgendwo versteckt und auch sagt, dass die Kinder nicht dorthin gehen sollen, sondern die Kinder sollen dort schon sehen, dass die Bundeswehr hier bei uns ein Bestandteil unseres Landes ist. Und deshalb können wir sie und wollen sie auch nicht beim Hessentag vor der Bundeswehr fernhalten. Ich weiß, Sie sind für die Entmilitarisierung unseres Landes. Das ist nicht für unsere Auffassung, und das können wir uns auch nicht leisten angesichts der Sicherheitslage. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hatte befürchtet, dass die Debatte diesen Verlauf nehmen würde. Ich habe das schon, ist irgendwie ein Wiedergänger der Debatte über die Bekämpfung der Kinderarmut vom vorletzten Plenum. Man muss den Kollegen von der LINKEN dankbar sein, dass sie ein wichtiges Thema ansprechen. Man muss deutlich weniger dankbar sein für den Antrag, der vorgelegt worden ist, weil er eigentlich hinter dem zurückbleibt, was erforderlich wäre, nämlich nicht noch einmal zu rekapitulieren, mehr oder weniger ausschließlich zu rekapitulieren, was die Rechte der Kinder sind, sondern sich auf die Frage zu konzentrieren, was eine so anspruchsvolle Aufgabe wie für die Verwirklichung im realen, alltäglichen Leben von Rechten von Kindern, von Gleichberechtigung, von Lebenschancen, was das tatsächlich in der alltäglichen politischen Praxis eines Landtages und der Kommunen und des Bundes und der anderen beteiligten Ebenen ausmacht. Dahinter, hinter dieser Aufforderung, hinter dieser Anforderung bleibt der Antrag, und ich muss es sagen, Frau Kollegin Schott, leider auch Ihr eher uninspirierter und leidenschaftsloser Vortrag zurück. Dahinter bleibt allerdings auch, nein, das ist so, weil das ist schade drum. Das ist schade drum. Es ist schade drum. Ja, ich bin aber, ich komme gleich auf die Frage, um die es aus meiner Sicht geht. Und ich habe Sie schon gelobt, und das muss dann auch reichen.
Hinter der Anforderung bleibt aber auch der Antrag der Koalitionsfraktion zurück. Insofern ist es eine perfekte Doublette der Debatte über die Bekämpfung von Kinderarmut. Meine Damen und Herren, es ist mit den Kinderrechten so, dass sie alle Bereiche des gesellschaftlichen und politischen Lebens betreffen. Wir können über Kinderrechte nicht reden, ohne über das Zusammenleben in Familien zu reden. Wir können nicht darüber reden und über die Frage, was die Rolle des Staates bei der Gestaltung des Zusammenlebens in Familie ist und was die Frage der Schutzrechte und der Schutzpflicht, der Schutzrechte des Kindes und der Schutzpflicht des Staates in Bezug auf das Zusammenleben in Familie ist. Das ist keine triviale Frage, sondern es betrifft z.B. die Frage der Durchsetzung und der Durchsetzungsmöglichkeit des Rechts des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Das ist schon im institutionellen Kontext nicht ganz einfach, wie wir wissen. Jeder, der den Alltag in Schule kennt, weiß, dass dagegen auch in Schule und in anderen Erziehungseinrichtungen verstoßen wird, nämlich insofern, wenn es um die Ausübung von psychischer Gewalt geht, auch teilweise physischer, psychischer Gewalt, die darin besteht, dass Kinder gehänselt werden, dass sie wegen ihrer Eigenarten an den Pranger gestellt ist ein großes Wort, aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Und da ist eine spannende Frage, was wir als Land tatsächlich praktisch tun können, um solche Verhältnisse dauerhaft und nachhaltig zu beseitigen. Das wäre eine der Fragen, die hier aufzuwerfen wäre, die aber im Rahmen einer 10-Minuten-Debatte auch nicht zu beantworten ist. Aber das ist eine der relevanten Fragen. Was tun wir im Bereich der Lehrerbildung? Was tun wir im Bereich der Fortbildung auch für die Kindertagesstätten? Um das hier anzusprechen, da will ich gleich einen konkreten Punkt machen. Was tun wir also, um zu gewährleisten, dass jedes Kind in der Schule erstens nicht geschlagen wird und dass es zweitens auch nicht psychisch misshandelt wird. Aber noch viel schwieriger, ich komme darauf zurück, die Frage, wie kann der Staat seine Wächterfunktion auch gegenüber Familien wahrnehmen? Wie kann er die Umgebung, wie kann er die Familien selber stärken, damit Menschen nicht zu dem Mittel der Gewalt oder zur psychischen Misshandlung ihrer Kinder greifen müssen? Noch viel dramatischer natürlich die Frage, wie wir tatsächlich sexuellen Missbrauch verhindern, nachhaltig verhindern. Wir haben das hier in einer ganzen Reihe von Debatten angesprochen, einer sehr denkwürdigen, die dann zu einem Aktionsplan geführt hat, auf dessen tatsächliche Evaluation ich nach wie vor warte und auf dessen tatsächliche Umsetzung flächendeckend ich auch nach wie vor warte. Wir haben das damals diskutiert. Frau Wiesmann wird sich erinnern, wie wir es gemeinsam schaffen, und Kollege Bocklet wird sich auch noch erinnern, weil wir damals auf derselben Seite des Problems waren, dass wir versucht haben, diesen Aktionsplan mit genauen Zeitzielen und noch präziseren Maßnahmen zu versehen. Das ist damals nicht gelungen. Das ist schade. Nichtsdestoweniger ist es eine Aufgabe, die bleibt. Ich will dazu zwei Dinge sagen. Erstens, im Antrag der Koalition steht, ja, wir müssen zu Recht, es ist eine Fortbildungsmaßnahme für den Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans geplant. Ich bin nun zufällig Träger einer solchen Fortbildungsmaßnahme und begrüße das sehr. Es wäre aber dringend erforderlich, die Maßnahmen in diesem Bereich zu intensivieren und alle Kindertagesstätten in die Lage zu versetzen, parallel zu ihren Schutzkonzepten in Bezug auf sexuellen Missbrauch, wofür es avancierte Fortbildungskonzepte gibt, eben auch die Frage der Kinderrechte mit einzubeziehen. Und dieses zusammenzuführen, also die Frage der Prävention des sexuellen Missbrauchs auf der einen Seite, die Schutzfunktion und die Stärkung der Kinder selber und ihrer Erzieherinnen und Erzieher selber, um sozusagen auch die Eigenkräfte zur Verteidigung zu stärken. Da gäbe es viel zu tun. Das gilt auch, ich habe das schon mehrmals gesagt, das gilt für den Bereich der Schulen. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile seit einigen Jahren die im Schulgesetz verankert die Verpflichtung, Kinder vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen, auch als Aufgabe der Schule. Wir haben in diesem Bereich aber immer noch nicht das, was wir im Kindertagesstättenbereich haben, nämlich eine Vielfalt, eine einheitliche Linie der Fortbildung, die dazu führt, dass am Ende jede Schule in der Lage ist, unter Einbeziehung der örtlichen Kräfte einen genauen Ablaufplan zu machen, der Handlungssicherheit verleiht, der
möglich macht, präzise zu erkennen bzw. sich bei der Erkennung von Gewalt und sexuellem Missbrauch sich der insoweit erfahrenen Sachfachkräfte zu bedienen, zu wissen, wo sie sind, sie hinzuzuziehen und dann die geeigneten Maßnahmen genau einzuleiten. Das gibt es für den Bereich der Kindertagesstätten. Ich habe das schon oft gesagt hier an diesem Pult. Das gibt es für den Bereich der Schulen nicht in vergleichbarem Maße. Es wäre dringend erforderlich, wenn wir den Auftrag ernst nehmen. Ich bleibe jetzt immer noch bei dem Beispiel, was sozusagen die ureigenste Aufgabe des Staates ist, in Bezug auf Kinder und Jugendliche, nämlich sein Wächteramt wahrzunehmen, seine Wächterfunktion für das Kindeswohl wahrzunehmen, für die körperliche und die seelische Unversehrtheit von Kindern wahrzunehmen, dieses in Bezug auf staatliche oder kommunale Institutionen in allererster Linie zu tun. Wie gesagt, in Bezug auf die Familien selber ist jenseits der Justiz ist es schwierig. Da wäre mit Eltern- und Familienberatung natürlich eine Menge zu tun. Wir haben das neulich im Zusammenhang mit der Kommission Hessen hat Familiensinn diskutiert, wie man Familienberatung und Familienbildung auf neue Beine stellen kann. Da waren ein paar ganz interessante Vorschläge übrigens dabei. Auch darüber wäre bei Gelegenheit zu reden. Das ist also alles das, was zu besorgen wäre im Zusammenhang mit dem, was hier bei den Kollegen von den LINKEN unter flächendeckendem Ausbau von Fachberatungseinrichtungen, die dafür natürlich benötigt werden. Natürlich, ich bin dieser Forderung völlig d'accord. Und wir stellen ja auch immer Anträge zum Haushalt, um die Möglichkeiten hier auszubauen. Das wäre ein paar Maßnahmen, ein paar konkrete Ansatzpunkte, über die wir hier vertieft auch mal inhaltlich reden müssten. Das ist genau dasselbe wieder, was ich bei der Kinderarmut gesagt habe. Wir kommen leider meistens in den Debatten in diesem Hause im Plenum nicht sehr viel weiter, was die inhaltliche Tiefe angeht. Lassen Sie mich ein paar Worte in dem Zusammenhang sagen zu dem Verhältnis Ombudsstelle und der neuen Kinderrechtsbeauftragten. Ich wünsche der Kollegin Gerards, die ich in der Enquetekommission kein Kind zurücklassen als eine sehr ernsthafte, sehr kenntnisreiche und auch eine sehr offene für Diskussionen sehr offene Person schätzen gelernt habe. Alles Gute. Und ich lade Sie jetzt schon ein, in einer Sitzung des Arbeitskreises Soziales Integration mit uns über Ihre Aufgabe zu reden. Ich glaube aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, dass eine ehrenamtliche Funktion mit einem so anspruchsvollen Aufgabenprofil, wirklich eine Nummer zu klein ist. Ich sage ja gern, hätten Sie es nicht eine Nummer kleiner. Hier sage ich mal, hätten Sie es nicht eine Nummer größer gehabt. Das bleibt sogar hinter dem zurück, was wir jetzt als Antidiskriminierungsstelle haben. Das ist ja immerhin eine hauptamtliche Funktion, von der ich auch glaube, dass sie zu wenig ist. Aber das bei allem Respekt vor der Leistungsfähigkeit und der Klugheit von Frau Gerards ist zu wenig. Und es ersetzt nicht die Arbeit der Ombudsstelle, von der wir glauben, dass sie weiter existieren muss, dass sie eine spezifische Aufgabe hat, im Kontext der Wahrnehmung des Wächteramts des Staates über das Wohl von Kindern in Einrichtungen und eine Funktion hat in dem Selbstbestimmungsrecht von Kindern, sich mit Beschwerden und mit Klagen und mit Sorgen und Nöten jederzeit an Personen ihres Vertrauens zu wenden. Ich glaube nicht, dass diese Funktion ersetzt wird, ich habe ja öfter nachgefragt, und alles spricht dafür, dass das jetzt der Ersatz sein soll. Dieses kann der Ersatz nicht sein. Ich habe mich jetzt auf einen großen Aspekt beschränkt. Kollege Merz, ich bin gleich zu Ende. Das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich habe mich auf diesen einen Punkt beschränkt, weil er der größte und wichtigste Punkt ist und weil dahinter alles andere nicht von Belang ist. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Aber wenn man mal in der Tiefe diskutieren will, muss man sich manchmal auch thematisch beschränken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Merz, ich teile Ihre grundsätzliche Einschätzung zu diesem Antrag der Linkspartei. Es ist ein Déjà-vu unserer Debatte des letzten Monats im Ansatz und der Struktur, wie diese Debatte angelegt worden ist. Sie nehmen sich ein grundsätzlich von allen positiv besetzten Thema an. Und da will ich für die FDP gleich sagen, wo wir stehen.
Wir stehen dafür, die Rechte für Kinder und Jugendliche in die Verfassung aufzunehmen, und wir wollen, dass das endlich Gestalt annimmt. Die Freien Demokraten stehen für Kinderrechte, und sie stehen dafür, dass Kinder in Ruhe und Freiheit ihr Leben genießen können, dass sie Zeit zum Spielen haben, dass sie Freiraum haben, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten gefördert werden, Lebenschancen erhalten und natürlich Schutz genießen in ihrer besonderen Situation, womöglich wenn sie in Einrichtungen untergebracht sind oder sonst in staatlicher Obhut sind. Und natürlich ist die Teilhabe auch ein wichtiger Aspekt der Kinderrechte. Genau dafür stehen die Freien Demokraten, und das wollen wir hier auch noch einmal unterlegen. Und jetzt sage ich mal was hier an der Stelle. Dafür stehen auch die meisten Abgeordneten in diesem Plenum. Das ist eine Selbstverständlichkeit, vielleicht nicht für die Verfassung, aber für das, was ich darunter vorgetragen habe, für die Förderung, für den Schutz, für die Teilhabe. Hier gibt es keinen Abgeordneten, der das nicht für ein wichtiges Thema hält. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, einen Konflikt zu konstruieren, wo es keinen gibt, das hilft nicht Kindern, sondern es schadet Kindern. Und ich finde es wirklich ärgerlich. Und darum möchte ich das einmal zuspitzen. Wir brauchen keine ideologisch aufgeladene Debatten, in denen Sie Kinder ein Stück weit in Haft nehmen für ihre kruden gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ideen, die dann transportieren in Bildern, zu Zuspitzungen führen und ein Stück weit versuchen, einen Keil reinzutreiben, wo die Gesellschaft und die Politik in Hessen geschlossen steht, an der Seite der Kinder. Lassen Sie das. Sie schaden diesem Vorhaben, und Sie schaden den Rechten der Kinder in Hessen. Und ich will es einmal an zwei Punkten deutlich machen, was Sie hier wieder gemacht haben. Ich möchte die Punkte einmal aufgreifen, die Sie hier wieder vorgetragen haben. Und Herr Merz, die teilweise haben wir Sie ja letzten Monat schon gehört. Und natürlich haben Sie in gewissen Bereichen die Themen aufgegriffen, haben sie aber vermengt, um dann wieder ein Bild hier zu erzeugen, für das wir hier nicht stehen. Sie möchten natürlich Ihren Lieblingsfeind neben den Geheimdiensten und den Sicherheitsbehörden in unserem Land, Ihren Lieblingsfeind Bundeswehr. Damit haben Sie Ihre Rede angefangen, das Thema Bundeswehr als eine Gefährdung der Kinderrechte in unserem Land. Da kann ich nur sagen, liebe Linkspartei, wenn das Gefährdungspotenzial in unserem Land für Kinder ist, die Bundeswehrausstellung auf dem Hessentag, dann sage ich Ihnen, dann sind Sie aber völlig auf dem falschen politischen Weg. Nein, Ihnen geht es nicht um die UN-Schutzkonvention. Ihnen geht es um Ihre ablehnende Haltung gegen die Bundeswehr, eine in unserer Gesellschaft verankerte Institution. Herr Schaus, ich habe gedient bei der Bundeswehr, und ich weiß, was die Bundeswehr ist. Und ich weiß, dass Staatsbürger in der Bundeswehr gedient haben. Und die müssen sich nicht entschuldigen vor der Linkspartei. Nein, müssen Sie nicht. Müssen Sie nicht. Jetzt entschuldige ich mich hier noch einmal ausdrücklich, dass ich mich habe gehen lassen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht von Ihnen provozieren lassen an dieser Stelle. Aber es gibt Institutionen in unserem Land, die haben Respekt verdient und nicht immer wieder ihre Attacken. Und Sie suchen ja in allen Möglichkeiten um Institutionen in unserem Land, die anerkannt sind, die Verdienste an dieser Gesellschaft haben, die dafür gesorgt haben, dass wir in Freiheit leben können, dass Sie die attackieren können. Es geht ja noch weiter. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Sie haben hier vorgetragen, und ich muss echt sagen, ich bin mittlerweile wirklich sauer. Sie haben hier vorgetragen, systematischer Missbrauch. Wir haben hier aufgearbeitet, über alle Parteigrenzen hinweg, den systematischen Missbrauch von Kindern in Institutionen. Und da waren die Kirchen vorneweg. Wir haben hier eine Debatte geführt, wie Sie hier die heutige Situation damit in Verbindung bringen können, Frau Schott. In Ihrer Rede lesen Sie das noch einmal nach. Lesen Sie das noch einmal nach, was Sie hier gesagt haben zu diesem Thema. Lesen Sie es noch einmal nach, bitte. Bitte lesen Sie es noch einmal nach.
Sie diskreditieren all die Anstrengungen der Diakonie, der Caritas, aller Verbände, des Parlaments, aller, die sich bemüht haben, einen Ausgleich hinzubekommen, die sich hier in die Hand versprochen haben, dass so etwas nie wieder passieren darf, die überlegt haben, welche Vorkehrungen man treffen kann. Wir haben hier über die Odenwaldschule gesprochen. Es gibt einen großen Konsens, Kinder zu schützen. Es gibt immer Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber das in einen Zusammenhang zu stellen mit der heutigen Situation in Hessen, zeigt, dass Sie jegliches Maß in der Debatte verloren haben. Und natürlich, liebe Linkspartei, es ist wirklich unsäglich, dass Menschen und dass vor allem Kinder in Armut in unserem Land leben. Das treibt uns alle um. Und da haben Sie kein Monopol auf dieses Thema. Sie haben kein Monopol auf die Menschen, die in diesem Land gefördert werden müssen. Vielleicht haben andere Fraktionen andere Überlegungen, wie man diesen Menschen helfen kann, wie man den Kindern helfen kann, wie man ihnen Chancen gibt. Sie haben sicherlich kein Monopol auf diese Debatte. Und das werden wir auch in künftigen Debatten hier genau diskutieren, und zwar an den einzelnen Vorgaben und den einzelnen politischen Themen. Und wir haben, ich habe Sie ja gesagt, die Frage, können Kinder in Ruhe, in Freiheit, können sie spielen, können sich entfalten? Dazu gehört die Frage, wie sind Familien aufgestellt? Welche Möglichkeiten haben Familien, welche Freiräume? Und natürlich ganz besonders sind betroffen die Alleinerziehenden. Das ist eine ganz besondere Gruppe, um die wir uns kümmern müssen. Der Großteil der Kinder, die in diesem Bericht leben oder von denen gesprochen wird, leben bei den Familien mit einem, der arbeiten geht, oder mit einem Partner. Und natürlich ist es ein besonderes Thema. Und natürlich haben wir hier in diesem Plenum ganz konkret viele Themen besprochen. Aber dann kommen Sie noch einmal ein bisschen konkreter um die Ecke. Wie Herr Merz das gesagt hat, dann bringen Sie es einmal auf den Punkt, bringen Sie mal einen Gesetzentwurf ein oder einen ganz konkreten Antrag, wo man detailliert an einer Lösung arbeiten kann, und beschreiben Sie nicht immer Probleme, die wir genau kennen und wo wir noch keiner die perfekte Lösung gefunden hat, außer wir werden einen Zuschuss um 500 €, 100 € oder 50 € erhöhen, sondern machen Sie noch einen systemischen Vorschlag, wie wir an der einen oder anderen Stelle weiterkommen. Da gibt es eine interessante Debatte. Da haben alle Fraktionen hier etwas in ihrem Programm stehen, und jeder hat eine Idee. Dann werden Sie doch einmal konkret und zeigen Sie immer mit dem Finger bei so wichtigen Themen auf andere. Und dann komme ich mal zu dem Thema Förderung der Möglichkeiten von Kindern. Wir haben uns da sehr bemüht. Wir haben mit der qualifizierten Schulvorbereitung, der frühkindlichen Bildung, wir haben ganz viele Überlegungen, wie wir ganz detailliert jedem einzelnen Kind versuchen zu helfen in diesem Land. Da kann man andere Ansichten haben. Da kann man auch andere Vorschläge haben. Aber wir haben mal einen konkreten Vorschlag gemacht. Der ist evaluiert worden. Der ist hervorragend evaluiert worden. Das kann, glaube ich, niemand von sich weisen, und dass gerade die Kinder in Familien aus Migranten besonders profitiert haben von diesem Modell, kann auch niemand, der die Evaluierung ernst nimmt, bestreiten. Sie sind dagegen übrigens. Sie sind dagegen als Linkspartei. Sie haben immer dagegen gesprochen. Sie haben die Haushaltsanträge dazu abgelehnt. Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht. Den muss man erteilen. Aber wir versuchen, jungen Menschen und vor allem Kindern in unserem Land zu helfen mit so etwas. Und, ich habe jetzt die Landesregierung sehr geschont, weil ich glaube, wir dürfen uns an der Stelle nicht auseinanderdividieren lassen. Aber bei der Ombudsstelle, das ist schon ein Stück weit ein bisschen für die Landesregierung sehr kleinteilig, dass man da keine Lösung gefunden hat. Also bei diesen Mehreinnahmen, bei diesem wichtigen Thema, lieber Minister Grüttner, Sie sind doch sonst auch kreativ, Koalition, Grüne, es gibt, ich sehe das objektiv, und objektiv ist an dieser Stelle Handlungsbedarf. Und natürlich wäre die Frage, und es wäre die Frage, natürlich kann man das sogar noch runterbrechen. Müsste nicht jedes Jugendamt in den Landkreisen sogar eine Ombudsstelle haben, die näher dran ist? Da lasse ich gerne mit mir reden, und das wird auch ein Thema sein, das wir sicherlich im Ausschuss, wenn es in die Ausschüsse geht, detailliert besprechen können. Und natürlich ist das Thema Teilhabe, da könnte viel mehr passieren. Teilhabe könnte viel mehr passieren. Aber ich habe jetzt auch nicht den goldenen Weg oder die goldene Idee, wie man das verwirklicht. Da bin ich auch offen für jeden konstruktiven Vorschlag an dieser Stelle. Und darum, liebe Linkspartei, Sie haben heute der Debatte keinen Dienst erwiesen. Sie haben vielleicht klargemacht, dass die meisten Fraktionen das Thema ernst nehmen, und Sie versuchen, es zu ideologisieren. Wenn Sie wirklich etwas für die Kinder in unserem Land erreichen wollen, suchen Sie den Konsens, suchen Sie die Gemeinsamkeiten, und bringen Sie mit den Gemeinsamkeiten uns weiter voran. Diese Debatte schadet den Kinderrechten in unserem Land. – Vielen Dank. Ja.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Bocklet, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Vorbereitung dieses Setzpunktes und unseres Antrags habe ich mich gefragt, und diese Frage möchte ich Ihnen gerne weitergeben, und ich würde vielleicht bitten, dass Sie sich daran mal beteiligen an dieser Fragestellung. Was glauben Sie eigentlich, wie lange ist schon das Recht auf gewaltfreie Erziehung in der Bundesrepublik verankert, gesetzlich verankert? Kleine Denksportaufgabe, und ich gebe offen zu, dass ich überrascht war. Ich bin wirklich überrascht gewesen, als ich gelesen habe, es war im November des Jahres 2000. Im November 2000 wurde auf Bundesebene das Recht auf gewaltfreie Erziehung, also die Ächtung von Gewalt in der Erziehung, überhaupt erst gesetzlich verankert. Warum sage ich das? Weil ich das überraschend finde, dass es bis zum Jahr 2000 gedauert hat, dass eine Gesellschaft eine Haltung eingenommen hat, eine Gesellschaft, die sich ja dann auch im Parlament mit ihrer Haltung widerspiegelt, und diese Haltung im Parlament findet dann auch irgendwann einmal eine gesetzliche Mehrheit. Ein Abbild, eine Haltung, das mich schon erschreckt, wenn ich darüber nachdenke, dass bis zum Jahr 2000 es möglich war, Gewalt in der Erziehung gegenüber Kindern anzuwenden. Und warum erwähne ich das wiederum? Weil ich glaube, dass die Frage der Durchsetzung von Kinderrechten eine fundamentale Frage ist der Haltung der Erwachsenengesellschaft, der Gesellschaft in allen ihren Bereichen. Ich glaube, dass wenn die Gesellschaft und die Lehrer, die Erzieher, die Eltern, Institutionen, die gegenüber Kindern sich begegnen, nicht die Haltung haben, dass Kinder eigene Subjekte sind und eigene Rechte haben und dass sie zu schützen und zu achten sind, dann wird es auch nie dazu kommen, dass diese Kinderrechte, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention formuliert worden sind, tatsächlich auch umgesetzt werden. Und ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland da natürlich mit großem Fortschritt von vielen anderen Ländern stehen, dass wir, weiß Gott, kein Entwicklungsland in der Frage der Kinderrechte sind. Aber ich würde gerne dafür werben, nochmals dafür werben, dass auch unsere Gesellschaft noch große Defizite in der Haltung hat in diesen Fragen. Wenn Sie heute Schülerinnen und Schüler, und es gibt Befragungen, unter anderem auch von der neuen Kinderrechtsbeauftragten Katharina Gerhardt, selbst mit durchgeführte Fragen von Schülerinnen und Schülern, wie sie eigentlich die Mitbestimmung und die Kinderrechte in Schulen empfinden, da bekommen sie sehr erschreckende Antworten. Und ich will damit sagen, dass Kinder, die schon in ihrem Lebensalltag, in der Schule, im Kindergarten oder weiterführenden Schule, diese Wertschätzung, diesen Respekt und die demokratischen Spielregeln wenig erfahren, dass wir uns dann nicht wundern sollen, wenn es natürlich auch, wenn die erwachsen werden, dass sie nicht per se und per Genetik schon Demokraten sind. Und deswegen ist es von unglaublich wichtiger Bedeutung, dass Kinder schon ganz früh lernen, dass man ihnen mit Werten und Respekt und Wertschätzung und demokratischen Spielregeln gegenübertritt und ihnen diese auch einräumt. Und in diesen Bereichen, ich glaube, dass wir in diesen Bereichen ganz, ganz großen Nachholbedarf haben. Und das meine ich parteiübergreifend. Das meine ich, dass wir in allen Parteien Menschen haben, die das so einschätzen, dass das dringend notwendig ist, aber dass sie auch in allen Parteien oftmals denken, na ja, ist das noch ein Thema? So geht es mir mit vielen Institutionen, auch mit Schulen. Die sagen, das ist doch heute kein Thema mehr. Oder mit Erziehung und Erziehung, das gehört so, so normal. Nein, ist es nicht. Ich erlebe es immer noch. Ich habe einen Sohn, der ist 13. Und wenn er mir von sich oder anderen erzählt, was er in der Schule erlebt, ist das noch ein langer Weg. Das ist aber keine Schuldzuweisung, keine Vorwurfsfrage, sondern ist ein Punkt, wo wir diese Haltung noch weiter verstärken müssen. Und dieser Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat uns zu dieser Frage geführt, was kann die Hessische Landesregierung in der Frage von der Verbesserung einer Lobbyarbeit für Kinderrechte, in der Verbesserung der Haltung eines jeden Einzelnen, der mit Kindern zu tun hat, führen. Und da ist es von enormer Bedeutung, dass dieser Beschluss der Hessischen Landesregierung, jetzt eine Kinderrechtsbeauftragte einzusetzen, die all diese Themen bearbeiten wird, die diesen Kinderrechten noch zu mehr Lobby, mehr Rückenwind verhelfen soll, da wird die Bedeutung an diesem Punkt noch einmal klar.
Wir brauchen so eine Person, die eine Ausstrahlungskraft besitzt, die Lobbyarbeit machen wird, die vernetzen will, die das Thema auf die Tagesordnung setzen will und in das Bewusstsein vieler schauen will. Das ist ein richtig wichtiger Beschluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und trotzdem ist es auch richtig, ich glaube, Herr Kollege Merz hat es angesprochen, Kinder sind überall oder andersrum definiert, andersrum ausgedrückt. Es ist ein Querschnittsthema. Es sind die Mühen der Ebenen, überall dort, wo Kinder sind, die Kinderrechte durchzudeklinieren. Ja, und da ist es richtig, die Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und dann ist es genauso notwendig, dass das Land Hessen, lassen Sie mich dieses Beispiel bringen, wir eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen für die Beratung von Opfern von Gewalt, von Kindern, dass sie dort Ansprechpartner finden in der Fläche. Sicherlich kann man darüber reden, dass das noch stärker sein muss. Aber es ist zum ersten Mal gelungen, flächendeckende Angebote zu installieren im Sozialbudget. Das ist ein guter Schritt, weil dann Kinder merken, sie haben in der Not Ansprechpartner. Das stärkt deren Rechte. Also das Recht auf gewaltfreie Erziehung endet natürlich an solchen Punkten, wo es keine Fluchtmöglichkeiten gibt. Die gibt es in solchen Situationen. Wir haben auch ein Querschnittsthema beim Recht auf Lernen. Ich glaube, niemand wird in diesem Saal behaupten, dass Kinder von Bildung ausgeschlossen sind. Aber es bleibt ein Querschnitts- und Dauerauftrag, zu schauen, dass tatsächlich Kinder mit deren Eltern einen geringeren Bildungsstatus haben, genauso die besten Abschlüsse machen können. Und das Recht auf Mitbestimmung. Wir haben es auch schon in unserem Antrag gesagt. Wir haben umfangreiche Punkte der Mitbestimmung, der Partizipationspreis ist ein weiterer Punkt. Wir machen unglaublich viel, um zu signalisieren, wir meinen es ernst, das ist nicht nur eine Spielwiese, sondern wir wollen, dass die Kinder früh mitbekommen, sie haben Rechte, und wenn sie sich engagieren, werden die auch umgesetzt. Wir wollen sie früh zu Demokratinnen und Demokraten erziehen. Und, es ist gesagt worden, mit dem Aktionsprogramm gemeinsam Zukunft gestalten werden, Partizipationsprojekte in ganz Hessen mit 1,1 Millionen insgesamt gefördert, um eine stärkere Teilhabe von Jugendlichen am demokratischen Leben zu ermöglichen. Und bei dem Recht auf Unversehrtheit habe ich es angesprochen, dass der Schutz vor Missbrauch mit dem im Sozialbudget verankerten Beratungsstellen dafür einen Rückenwind erfahren hat. Wir wenden dafür 1 Million € auf. Aber Schulen sind auch wesentliche Orte des Lernens. Hier werden viele erste demokratische Erfahrungen gesammelt, wie ich schon erwähnte. Und ich möchte hier noch einmal sagen, dass wir mit dem neuen Landesaktionsplan, mit dem neuen Programm des Kultusministeriums Schule gegen sexuelle Gewalt auch noch ein weiteres Feld bearbeiten, weil wir wissen, es ist nicht so, dass in Schulen besonders viele sexuelle Übergriffe tatsächlich passieren, sondern dass in Schulen vor allem es auffällt, dass die Kinder und Jugendlichen so verändern und dass die Lehrer das dort merken und dass sie dort auch in der Erziehung darauf achten können, den Kindern und Jugendlichen den Rücken zu stärken. Diese Beispiele, ob jetzt bei der Mitbestimmung, bei dem Recht auf Unversehrtheit, auf dem Bildungs- und Erziehungsplan in der Bildung, überall zeigen wir, das ist alles ein mühsames Geschäft, das ist nicht ein großes Programm und das Problem ist gelöst, sondern es ist tatsächlich eine lange, lange Ebene, in der wir täglich dafür arbeiten müssen, dass viele, viele Kinderrechte im Querschnitt verbessert werden. Ich glaube, dass wir damit tatsächlich uns gelingt, sowohl in den vielen kleinen Handlungsfeldern Verbesserungen zu erreichen. Aber ich bin noch nach wie vor der festen Überzeugung, dass es entscheidend sein muss, dass wir die Haltung vieler in diesem Land noch ändern müssen, dass es sich nicht um Gedöns handelt, sondern dass es eine fundamentale Voraussetzung ist, dass wir eine gesunde Demokratie, eine gesunde Gesellschaft auch zukünftig erhalten, weil die Kinder, die heute Kinder sind, sind die Träger der Demokratie und unserer Gesellschaft in der Zukunft. Und mit unserem Paket von kleinteiligen Maßnahmen und mit dieser neuen Landesbeauftragten Dr. Katharina Gerhardt sind wir sowohl im Kleinteiligen wie auch in der Frage der Schaffung von Haltung und Lobbyarbeit gut aufgestellt. Ich glaube, das ist ein guter Tag für Hessen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In diesem Jahr jährt sich die Ratifikation der Konvention über die Rechte des Kindes in Deutschland zum 25. Mal. Sie ist im Jahr 1992 in Deutschland in Kraft getreten. Ich sage das ganz bewusst am Anfang, um zu verdeutlichen, dass
man zum Teil in dieser Debatte den Eindruck gehabt hat, man würde bei dieser Fragestellung bei Null anfangen und es wäre überhaupt nichts geschehen. Das ist nicht der Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern es ist eine ganze Reihe von Punkten geschehen. Ich werde auch darauf eingehen und einzelne Punkte, insbesondere aus dem Antrag, noch einmal einer genaueren Exegese unterziehen. Lassen Sie mich damit anfangen, wenn es um die Frage von Kinderrechten geht, dass es an dieser Stelle für mich erst einmal nicht entscheidend ist, ob so etwas im Grundgesetz oder in der Hessischen Verfassung steht. Für mich sind solche Bestrebungen momentan eher ein Stück weit symbolischer Natur. Für mich kommt es darauf an, dass die praktische Arbeit für Kinder und Familien einen richtigen Stellenwert und einen entscheidenden Stellenwert in unserem Land und in unserer Arbeit hat. Und an dieser Fragestellung will ich mich auch gerne messen lassen. Und natürlich ist die Berufung einer Beauftragten für Kinderrechte an dieser Stelle schon ein ganz wesentlicher Beitrag und zeigt auch den hohen Stellenwert, den das Thema Rechte von Kindern für die Landesregierung einnimmt. Mit Frau Dr. Geratz ist eine Person berufen worden, die hier im Hessischen Landtag und bei den Abgeordneten, denke ich, bekannt ist. Sie wird als zentrale Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendlichen in Hessen für Anfragen und Anliegen rund um das Thema Kinder- und Jugendrechte sein. Und so wollen wir eben auch Kinderrechte in Hessen noch bekannter machen. Bestehende und geplante Aktivitäten der Landesregierung werden auf diese Weise besser sichtbar. Und die Beauftragte kann Initiativen auf Ebene der Kommunen oder freien Träger zusätzlichen Impulse geben und eine landesweite Vernetzung anregen. Und da sage ich an dieser Stelle auch ganz bewusst, mit dieser Berufung wird die Arbeit, Kinderrechte in Hessen mehr in das öffentliche Bewusstsein zu setzen und Initiativen ergreifen, gestärkt. Und es ist nicht der Anfang von Initiativen an dieser Stelle, sondern es ist ein weiterer Schritt. Und an dem Punkt ist schlicht und einfach auch die Frage zu beantworten, Ehrenamtlichkeit oder Hauptberuflichkeit. Diese Frage haben wir uns sehr wohl überlegt. Aber wir haben eine ganze Abteilung mit unterschiedlichen Referaten innerhalb des Sozialministeriums, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und mit dieser Thematik auch befassen. Von der Fragestellung von Jugendpolitik über die Fragestellung der Inhalte im Bereich der Kinderbetreuung, über die Fragestellungen, wie wir mit Familien umgehen, in all ihren Facetten. Und immer spielt das Thema Kinderrechte eine entscheidende und mitentscheidende Rolle in diesen gesamten Aktivitäten. Insofern ist das eine Stärkung. Es wäre falsch, dann hätten wir einfach noch einmal ein zusätzliches Referat einrichten können in diesem Ministerium. Genau das wollten wir nicht. Wir wollten auch ein Stück weit Unabhängigkeit von dem Sozialministerium oder der Landesregierung im Sinne von Personal erzeugen, damit man in einer anderen Art und Weise auch die Rechte von Kindern auch gegenüber der Landesregierung vertreten kann und den sie tragenden Fraktionen wegen mir auch in deiner Debatte. Das ist ein anderer Unterschied. Das ist ein Unterschied gegenüber einer Hauptberuflichkeit innerhalb des Sozialministeriums. Und dass ein Unterschied auch zur Frage der Antidiskriminierungsstelle besteht, versteht sich von selbst, weil eben das Thema Kinderrechte kein neues Thema ist, sondern schon seit langer Zeit auf unserer Agenda ist. Insofern unterscheidet sich das Aufgabenprofil einer Kinderrechtsbeauftragten ganz bewusst von demjenigen der ombudschaftlichen Initiativen, weil die Beauftragte soll ein öffentlich sichtbarer Lobby- und Netzwerkarbeiter für Kinder- und Jugendrechte sein, nicht jedoch Rechtsberatung, Rechtsbeistand oder Mediatorin. Und dann sind wir auch bei der Fragestellung der finanziellen Unterstützung der bisherigen Ombudsstelle oder der Ombudsstelle, die angesiedelt ist. Das Konzept dieser Ombudsstelle hat bislang nicht in der gesamten Jugendhilfelandschaft in Hessen in der Form, wie es momentan umgesetzt wird, eine Befürwortung gefunden. Und die Jugendhilfe ist aber auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit der einzelnen Träger, seien sie öffentlich oder frei, ausgerichtet. Und ich finde, alle Diskussionen auch im Landesjugendhilfeausschuss, die ich dazu mitgeführt habe, oder auch mit den Trägern der Ombudsstelle, haben ja gezeigt, dass die Fragestellung, dass man sich bisher eher in der Frage Rechtsbeistand, in der Fragestellung, wie kann ich auch Eltern und Kinder
in der Verhältnis zu Jugendämtern vermitteln oder unterstützen, zur Seite stehen, schon ein Stück gewandelt hat. Das finde ich gut, finde ich ausgesprochen gut und ausgesprochen wichtig. Und ich finde, die zwei Jahre, die die Aktion Mensch sich jetzt noch einmal bereit erklärt hat, diese Ombudsstelle weiter zu finanzieren, die können auch genutzt werden, diesen Konsens zu erzielen. Und zwar den Konsens in der öffentlichen und in der freien Jugendhilfe. Da muss nicht alles vollkommen in Übereinstimmung mit den kommunalen Ebenen sein, das weiß ich auch. Weil dann würden wir zu gar nichts mehr kommen, wenn wir ausschließlich mit der kommunalen Ebene in einem Einverständnis etwas machen müssen. Aber in der inhaltlichen Ausrichtung hat die Ombudsstelle durchaus noch einen weiteren Entwicklungsbedarf. Und wenn die Zeit genutzt wird, kann das ergänzend auch zu den Fragestellungen einer Beauftragten eine sinnvolle Verstärkung dieses Themas sein. Lassen wir uns die Zeit, genau an dieser Stelle weiter zu diskutieren und dieses entsprechend auch zu machen. Insofern eben ist die Fragestellung, wenn es um das Recht auf, wenn es um die Forderung geht, Finanzierung der Ombudsstelle, ein Punkt, der nicht aus dem Auge verloren ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt eben auch noch nicht in Frage kommt. Dann, wenn man diesen Antrag sieht, ich will nur ein paar Punkte aufführen, damit man das weiß: flächendeckender Ausbau von Fachberatungseinrichtungen gegen sexuellen Missbrauch. Also vollkommen klar ist doch, Kinder und Jugendliche, die Gewalt erleben, die leiden ihr ganzes Leben lang darunter. Und insofern ist es unsere Verantwortung, bei diesem Thema wirklich nicht wegzuschauen, sondern Missstände aufzuzeigen und Maßnahmen zur Vorbeugung zu ergreifen und auch öffentlich auszuklären. Wir haben in dieser Legislaturperiode für den Aufgabenbereitschutz vor Gewalt eine Reihe von finanziellen Aufstockungen vorgenommen werden. Die Kommunen bekommen mehr Mittel. Es sind unterschiedliche Ansätze von den Fragestellungen von Interventionsstellen über Frauenberatung, Schuldnerberatung, Notrufe, Schutzambulanzen. Haben wir insgesamt von rund 13,8 Millionen € jährlicher Förderung auf 19,2 Millionen € erhöht. Von 13,8 auf 19,2. Demzufolge stellt die Hessische Landesregierung auf der Grundlage der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers seit 2015 den Kommunen jedes Jahr rund 5,4 Millionen € zusätzlich für diese Aufgaben zur Verfügung. Das ist eine Steigerung um 40%. Und wenn das nicht auch ein deutliches Zeichen einer Schwerpunktsetzung ist, weiß ich nicht, was man das sonst noch zeigen kann. Im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans des Landes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Institutionen wurde im Sozialministerium eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die die Maßnahmen und Aktivitäten der Landesressorts in diesem Bereich bündelt. Auch hier stehen für diese Umsetzung im Jahr rund 780.000 € zur Verfügung. Wenn es um die Frage des Rechts auf Bildung geht, ich will die Diskussion an dieser Stelle nicht noch einmal führen, was wir mit der Fragestellung Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10 Jahren, mit der Fragestellung der Weiterentwicklung in diesem Bereich, mit den sehr stark geförderten Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher alles auf den Weg gebracht haben. Und wenn man heute sieht, wie viele Kindertagesstätten sich eben auf der Grundlage des BEPS oder auf der Grundlage des BEPS arbeiten, Bildungs- und Erziehungsplan arbeiten, dann denke ich, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben seit der Einführung mit rund 45.000 Fachkräften in diesem Bereich Fortbildungen finanziert und gefördert. Hier sieht man auch vor Ort, also in den Kindertagesstätten, in den einzelnen Bereichen ist dieses Thema angekommen. Und das ist gut so. Und das werden wir auch weiterhin ausbauen. Dazu gehört Sprachförderung und vieles andere mit dabei. Herr Kollege Bocklet hat schon bei der Frage der Mitbestimmung auf die Aktionsprogramme Partizipation hingewiesen, die wir in der außerschulischen Jugendbildung machen, bis hin zu dem Hessischen Partizipationspreis Jugend gestaltet Zukunft. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass wir in den unterschiedlichsten Bereichen eben die Mitwirkungen und Mitbestimmungen versuchen hinzumachen. Wir waren als Land Hessen, was die Fragestellung von Partizipation in Jugendhilfeeinrichtungen anbelangt, schon lange vor dem Bundeskinderschutzgesetz ein Vorreiter bundesweit auf diesem Feld. Ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Seit den 80er Jahren werden Jahrestagungen mit Jugendlichen und Fachkräften durchgeführt.
auf denen ein Landesheimbeirat oder Heimrat als Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen gewählt wird. Seit mehr als 20 Jahren besteht auch eine Landesarbeitsgemeinschaft der Heimratsberater, in der sich die pädagogischen Fachkräfte engagieren. Meine Damen und Herren, alleine an diesen wenigen Beispielen, denke ich, ist deutlich geworden, dass die Hessische Landesregierung in den von Ihnen genannten Handlungsfeldern bereits umfassend und erfolgreich tätig ist. Nicht erstaunlich ist jedoch, dass manche konkrete Ausgestaltung von Ihren Zielvorstellungen abweicht. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es gibt noch eine weitere Wortmeldung von Kollegen Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn wir schon über Kinder- und Jugendrechte reden, dann sollten wir die Gelegenheit auch wahrnehmen, das ein bisschen vertieft zu tun. Ich möchte zu 3 Dingen etwas sagen, die Minister Grüttner angesprochen hat. Und ich möchte noch einmal auf die Punkte Flüchtlingskinder, Schutz von Kindern auf der Flucht und Partizipation von Kindern und Jugendlichen ansprechen. Erstens, Herr Minister, es gäbe natürlich eine Variante zwischen einer ehrenamtlichen Beauftragten und einer weiteren Abteilung in Ihrem Ministerium. Das wäre z.B. eine durchaus hauptamtliche Ombudsperson auf der Ebene der Staatskanzlei. Wenn wir über ein Querschnittsthema leben, wäre es vielleicht da. Ich will darüber nicht vertieft reden, aber ich will nur sagen, die Alternative, die Sie hier hingestellt haben, die lasse ich so nicht unkommentiert. Aber wir werden dieser Struktur jetzt eine Chance geben. Ich habe das gesagt, und wir werden das Gespräch mit Frau Dr. Gerhardt über ihre zukünftige Aufgabe und ihre Arbeitsweise suchen und Sie unterstützen, wo das uns möglich ist. Zweitens. Die Ombudsstelle, Sie wissen, warum das nicht streitig, warum das nicht unstreitig ist. Weil natürlich diejenigen, die Jugendämter und auch teilweise die Träger von Einrichtungen es nicht von vornherein gerne sehen, dass da Leute sind, die die Sicht der Kinder unabhängig zur Sprache bringen. Deswegen ist das streitig. Aber das ist nun genau der Sinn und Zweck der Übung, wenn ich das einmal sagen darf. Und deswegen werden wir an der Stelle um den Streit irgendwann einmal nicht herumkommen. Wir werden uns dann entscheiden müssen. Das Land wird sich entscheiden müssen. Ich habe jetzt zur Kenntnis genommen, dass Sie die Frage offen lassen. Ich hatte Sie auch immer so verstanden in der Vergangenheit, dass Sie der Idee einer Ombudsstelle zugänglich sind. Ich lege das auf Wiedervorlage in spätestens 1,5 Jahren. Und dann werden wir sehen, wie wir dann zueinander kommen. Und es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, an dieser, und da gibt es noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten, auch einmal über die Fraktionen hinweg ins Gespräch zu kommen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Ombudsstellenarbeit und uns ein gemeinsames Bild zu machen. So etwas soll ja hin und wieder möglich sein. Dritter Punkt. Ja, es stimmt. Nicht alles, was in der Verfassung steht, wird Realität. Aber das, was in den Verfassungen steht, hat Realität zu werden. Wo wären wir ohne den Gleichstellungsparagrafen in Artikel 3 Grundgesetz für Männer und Frauen? Wo wären wir da? Nirgendwo wären wir. Wir würden heute noch auf den Bäumen sitzen, also wir Männer zumindest, würden heute noch auf den Bäumen sitzen. Ja, na ja, und warten, dass uns die Frauen runterholen. Ja, das ist doch die Wahrheit. Und insofern glaube ich schon, und wenn man so lebhaft diskutiert hat über den Sinn und Zweck des Staatsziels Sport und des Staatsziels Kultur, ich finde schon allein aus Gründen der Optik und der Bedeutung des Schutzes und der Förderung von Kindern und Jugendlichen sollte man dann dem Gedanken der Verankerung der Kinder- und Jugendrechte in der Hessischen Verfassung nahetreten können. Ich wüsste wirklich keinen vernünftigen Grund, der dagegen spräche. Lassen Sie mich, weil mir das wirklich ein Anliegen ist und weil es hier ein bisschen zu kurz gekommen ist, über die Situation von Kindern und Jugendlichen auf der Flucht sprechen. Auch das ist in dem Antrag leider, ich muss es wirklich sagen, weil ja, das ist alles zu knapp. Wir werden, ich biete an, darüber einen gemeinsamen Antrag zu machen, was wir tun können, um die reale Lage von Kindern und Jugendlichen und auch ihrer Familien zu verbessern. Ich will Ihnen 2 Sachen sagen. Ich habe am Montag mit einem jungen Mann gesprochen, der ist aus Eritrea geflohen, geht hier einer Ausbildung als Mechatroniker nach, und die Frau und die Kinder sitzen im Sudan illegal und können nicht in die Bundesrepublik Deutschland zuwandern. Die Familienzusammengehörigkeit kann aus vielerlei Gründen nicht stattfinden. Was tun wir, um Menschen in einer solchen Lage zu unterstützen? Ich weiß, wir sind nicht originär zuständig, aber wir sind für den jungen Mann hier zuständig, der verzweifelt darauf wartet, mit seiner Familie zusammengeführt zu werden. Et vice versa. Ich kenne jede Menge Kinder, die alleine hier eingereist sind, die bei ihren Verwandten wohnen oder eben in Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
und die unter dieser Situation leiden und die gleichzeitig in einer Situation sind in den Schulen, wo sie nicht in die Angebote des Paktes für den Nachmittag kommen. Auch das habe ich an dieser Stelle schon oft gesagt. Wir müssen dafür sorgen, dass der Zugang von Kindern und Jugendlichen auf der Flucht, insbesondere solche, die ohne ihre Eltern hier auskommen müssen, die ohne Freunde sind, die in den Gemeinschaftsunterkünften sitzen und dort sozusagen verlottern, das ist tatsächlich so. Wenn Sie einmal über Kinder auf der Straße reden, dann gucken Sie sich das an, dann wissen Sie es. Und wenn wir ein Problem vermeiden wollen, dann müssen wir in der alltäglichen, realen Arbeit, auch im Pakt für den Nachmittag, dafür sorgen, und auch das Land muss dafür sorgen, dass für diese Kinder Möglichkeiten des Spiels, des gemeinsamen Spiels und der optimalen Förderung jenseits dessen, was schon gemacht wird, was ja niemand in Frage stellen will, gefunden werden. Letzter Punkt. Partizipation will ich noch zwei Sätze sagen, Frau Präsidentin. Die Frage ist nicht abgetan mit dem Wahlalter. Wir sind für die Absenkung des Wahlalters auf 16. Aber die Frage ist, was zum Beispiel wir, oder eine der vielen Fragen, was tut der Hessische Landtag eigentlich, um bei seiner Gesetzgebung, bei seiner Arbeit die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen einzubeziehen? Kollegin Ravensburg hat ausführlich darüber geredet, dass Eltern und Schulen ein. Herr Kollege Merz, bitte kommen Sie zum Ende. In diesem Zusammenhang nicht die Rede. Ich finde, auch das wäre ein Zustand, der zu ändern wäre. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, und wir überweisen die beiden Anträge an den SIA.